Hallo, ich bin Martina, ich bin Dozentin bei der Task Berlin und ich mache heute mit euch eine Schauspiel-Impro-Übung zu einem Telefonanruf. Die Übung eignet sich für Kinder ab 9 Jahre und eignet sich aber für alle Fortgeschrittenen und Altersstufen. Also ihr könnt da sozusagen die Übung ausbauen, wie ihr fröhlich seid. Und zwar holt euch mal Papier und Stift. Macht kurz Pause und wenn ihr Papier und Stift wieder habt, dann machen wir weiter. Okay, also, ihr schreibt jetzt folgende Sätze auf das Papier und zwar: Hallo, ja, aha, gut. Hallo, ja, aha, gut. Und zu diesem, das ist euer Text sozusagen, und den unterfüttert ihr jetzt mit einer Situation. Ihr könnt diese Übungen hier auch kombinieren mit der anderen Übung, die ich schon erklärt habe, von der Tätigkeit zur Situation. Also die Tätigkeit auf einen Anruf warten könnt ihr auch zuerst machen. Ihr bräuchtet dafür auch einen Zuschauer oder eine Zuschauerin. Lasst euch Feedback geben und dann geht ihr einen Schritt weiter mit dieser Übung. Und zwar denkt ihr euch jetzt einen ganz konkreten Text aus für diesen Anruf. Ihr überlegt euch die Spielsituation, also wer, was, wann, warum, wozu, womit und mit wem. Und ganz wichtig ist auch, wer ist das, wer ruft da an und wie ist meine Beziehung zu dieser Person? Oder redet die Person am Telefon vielleicht sogar über eine dritte Person? Ist das eine Schwester, die über die Mutter redet, oder was passiert zwischen diesen Sätzen, die du da sagst? Also ein Hallo wird auf einen Anruf, den du erwartest, wo du vielleicht ein tolles Jobangebot erwartest, ein anderes sein, als wenn du total erstaunt bist, dass irgendwer dich anruft. Du wirst, wenn dir jemand auf der anderen Seite erzählt, du, ich hatte einen Fahrradunfall, du musst dringend kommen, ich kann nicht mehr laufen oder so, dann wird ein Aha anders klingen oder ein Ja, als wenn, keine Ahnung, du eigentlich eine Einladung zu einer Party erwartest. Du kannst auch variieren, du kannst ja auch unterschiedliche Situationen drunter bauen und das dann ausprobieren und in unterschiedlichen Varianten ausprobieren. So, jetzt setzt du dich hin und schreibst den Gegentext von deinem Gegenüber. Wer ruft dich da an und was sagt diese Person? Das heißt, du schreibst erst den Text dieser anderen Person ganz konkret auf und dann stellst du ihn dir auch ganz konkret vor, wenn du ihn spielst. Du kannst ihn entweder mit einem Zuschauer oder mit einer Zuschauerin spielen, dann nimmst du jemanden aus der Familie und holst dir dann Feedback ab. Das Feedback sollte wertschätzend aus der Ich-Perspektive sein und dir beschreiben, was dir gelungen ist zu erzählen, zu spielen und wo du vielleicht auch noch ein bisschen nachbessern kannst. Du kannst dich natürlich aber auch total super mit deinem Smartphone selber aufnehmen. Du kannst dich auch mit einem anderen Taskschüler, einer anderen Taskschülerin zum Video Skype oder ihr schickt euch selber Videos hin und her. Ihr könnt euch auch verabreden und jeder übernimmt einen Textpart. Das heißt, die Person an der Leitung, am anderen Ende, die wird mehr reden als du. Das heißt, ihr könnt das dann auch umwechseln, dass also sozusagen immer einer ist, der diesen Text hat, den man sich vorstellt und den man hört. Und genau, das kannst du als Tape, kannst dich aufnehmen, kannst es als Live-Geschichte machen oder du machst es eben mit jemandem aus der Familie. Okay, also nochmal zusammengefasst, du hast diese kurzen Reaktionen von dir und den anderen Text dazu, den denkst du dir aus. Und entweder du stellst ihn dir vor oder du lernst ihn auswendig. Wichtig ist, dass du dir ganz, ganz genau vorstellst, was die andere Person am Telefon sagt und was es in dir auslöst. Löst es ein ängstliches Ja, ein entschiedenes Aha? Da sind wirklich sozusagen, spür dem nach, was zwischen den Zeilen passiert und was das mit dir macht. Also mach die Übung auch gerne erstmal ein Stück weit langsamer und dann kannst du das Spiel ein bisschen zusammenraffen und das ein bisschen schneller spielen. Probier das aus
in den Varianten, die ich dir gesagt habe. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Könnte auch eine gute Vorübung für ein Demo-Tape sein. Sowas könnte sich auch für ein Demo-Tape eignen, wenn du da für dich Sachen rausfindest, wo du sagst, ah, voll interessant, da war ich auf einmal ganz emotional, da habe ich guten Gefühl transportiert, weil ich auf einmal so Angst hatte um die andere Person am Telefon oder was auch immer du da rausfindest, kannst du das sicher auch mit einem Dozenten oder einer Dozentin dann in deiner Stadt weiterführen, vielleicht für eine Szene für ein Demo-Tape oder selber einfach auch damit ausprobieren. Also ich wünsche dir viel Spaß, bleibt alle gesund. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald.